Bitteschön. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, allein Ihre aufgeregte Sprache, Frau Hasselmann, wie Sie bei diesem Thema der Gesetzgebung und der Art und Weise der Gesetzgebung vom legislativen Fußabdruck sprechen, die Sprache der Kriminalpolizei, als müssten Sie auf Spurensuche gehen, wo Straftaten begangen worden sind, hier im Hause zwischen den Abgeordneten. Was sind das für verwirrte Geister, die hier am Rednerpult stehen? Es sind undurchdachte Anträge, die Sie hier vorgelegt haben, und das ist immer ärgerlich, wenn man sich mit diesen Anträgen rumschlagen muss, vor allem dann, wenn sie auch in bürgernaher Attitüde vorgetragen worden sind, hier von den Linken und den Grünen. Nach den Vorstellungen der Antragsteller ist Lobbyismus offensichtlich etwas ganz Schlimmes. Lobby, doch, Lobby, das war und ist teilweise die Wandelhalle im englischen und im amerikanischen Parlament, wo Abgeordneten Meinungen und Ansichten von Bürgern vorgetragen worden ist. Daher kommt das Wort Lobby und Lobbyismus. Schon im Altertum kam in der Politik vor dem Parlare, Frau Hasselmann, dem Reden, das Audiere, das Hören. Von Audio kommt übrigens das Wort Audienz. Ja? Der Gedanke, erst hören und dann reden, gilt auch für die heutige Demokratie noch. Das freie Mandat, haben wir gelernt in der Anhörung, Sie hätten da zuhören sollen, hat grundrechtsgleichen Charakter. Artikel 38 ist der Mittelpunkt der gelebten parlamentarischen Demokratie. Die Abgeordneten, wir Abgeordnete vom Volk gewählt, wir Abgeordnete genießen das Vertrauen der Mehrheit des Volkes. Und diesem Vertrauen sollten wir gerecht werden und uns nicht kleiner machen, als wir sind. Das Volk vertraut in uns. Und wir sollten uns auch nicht ohne Not kriminell machen, indem wir vom Fußabdruck reden, den wir oder andere bei uns in unseren Zimmern eventuell hinterlassen haben. Das ist alles dummes Zeug. Doch die Linken und die Grünen meinen, dass eben der Abgeordnete, der von uns wohlverstandene Abgeordnete des Grundgesetzes, das ihm Vorgetragene nicht selbst einordnen, nicht selbst beurteilen kann. Ich verstehe mein Amt so, dass man mir das Vertrauen gegeben hat, aus den vielfältigen Meinungen, die mir vorgetragen werden, immer aus Partikularinteresse heraus, das Gemeinwohl herauszuarbeiten und dieses abstrakt generell in Gesetze zu formulieren. Das ist unsere Aufgabe. Dafür werden wir bezahlt. Und die Menschen haben Vertrauen darin. Und es sollte nicht kriminalisiert werden. Deswegen müssen wir die Partikularinteressen aufnehmen, anhören und daraus etwas Vernünftiges machen. Was Sie wollen, wenn Sie diese Gespräche, dieses Vortragen von Partikularinteressen durch Interessenvertreter kriminalisieren wollen, mit Misstrauen überziehen wollen, Fußabdrücke entdecken wollen, Sie wollen Misstrauen sehen. Sie wollen, dass die Gesprächspartner online an den Pranger gestellt werden. Das ist Ihre Absicht. Das Wesensmerkmal der Demokratie heißt Interessenvertretung. Das Wesensmerkmal der Demokratie ist Wettbewerb der Meinungen. Möglichst viele Interessen, möglichst viele Stimmungen aus der Gesellschaft sollen aufgenommen werden von uns und von niemand anders, weil wir daraus Gesetze machen sollen. Das nennt man responsive Demokratie. Schon mal was gehört davon, Frau Sitte? Responsive Demokratie. Wer diesen Prozess der responsiven Demokratie bürokratisch reglementieren will, der sorgt nicht für mehr, sondern für weniger Demokratie. Neben so anmaßenden Einrichtungen wie Abgeordnetenwatch soll es jetzt also noch eine Informations- und Gesprächswatch geben. Das ist Ihre Absicht. Der Fähigkeit des Abgeordneten zur Einordnung, zur Abwägung wird hier nicht vertraut. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Wort, das Lenin zugesprochen wird, heute eigentlich nur noch scherzhaft benutzt wird. Aber dieses Wort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat im Laufe der Geschichte Tür und Tor geöffnet für Unfreiheit, für Regulierung und Bevormundung. Das wollen wir nicht. Meine Fraktion und ich, wir haben Vertrauen in die Urteilskraft der Abgeordneten, auch der Ministerialbeamten. Wir sind auch nicht bereit,
an einer Diskriminierung und Stigmatisierung der Menschen mitzuwirken, die sich für ihre Unternehmen, für ihre privaten Interessen, für ihre NGOs Gedanken machen, Konzepte vorlegen, Anliegen vortragen. Das darf nicht diskreditiert werden. Interessant war in der Anhörung auf unsere Frage, wer hat denn von den Anhörpersonen, Ihre Frage, gebe ich gerne zu, mitgewirkt bei den Anträgen der Grünen und den Anträgen der Linken. Da haben die Anhörpersonen von Transparency International gesagt, ja, wir haben die Anträge mitgeschrieben. Dann habe ich gefragt, halten Sie sich demnach für Interessenvertreter von Transparency International? Halten Sie sich für Lobbyisten? Da mussten Sie kleinlaut zugegeben, ja, wir sind insoweit auch Lobbyisten. Dann habe ich wollte nämlich schon sagen, wenn Sie das jetzt nicht zugeben, müssen Sie eigentlich zum Psychiater gehen. Denn ein Mensch, der keine Interessen hat, sollte sich in Behandlung begeben. Jeder Mensch hat seine Interessen und sollte sie auch offen vortragen können. Die Antragsteller wollen sich eben zunutze machen, die volksnahe Deutung von Lobbyisten als ein Negativurteil. Das Wort Lobbyist hat ja schon einen schmutzigen Beiklang, kommt fast eine Beleidigung gleich, und auf dieser Klaviatur spielen Sie mit diesen beiden Anträgen. Natürlich kann die Grenze, das ist zugegeben, zwischen legitimer demokratischer Interessenvertretung und illegitimer Einflussnahme überschritten werden. Das ist ja völlig unbestritten. Missbrauch gibt es überall, wo Menschen unterwegs sind. Missstände solchermaßen, zum Beispiel in der Europäischen Kommission, gab es Zeiten, wo Vertreter des Bankenverbandes Berater der Kommission waren und ihre Bankenrichtlinie gleich selbst geschrieben haben. Das sind Missstände, die man offen ansprechen muss, die man abstellen muss. Das ist doch selbstverständlich. Diese Missstände muss man erkennen, denen muss man entgegentreten. Und dafür haben wir auch schon Gesetze und Regelungen. Ich erwähne stellvertretend nur § 108e Strafgesetzbuch, wo wir geregelt haben, dass der Stimmenkauf und der Stimmenverkauf für Wahlen und Abstimmungen unter Strafe gestellt werden. Das ist doch selbstverständlich. Und dieses sollten wir auch offen ansprechen. Eine Registrierungsbürokratie führt aber keinen Schritt weiter. Sie ist ein Bürokratiemonster. Sie zwingt übrigens die Parlamentsverwaltung, die ja typischerweise Serviceverwaltung für uns Abgeordnete ist, sie zwingt diese Parlamentsverwaltung, zu einer Kontrollbehörde zu werden über Abgeordnete. Das wollen wir nicht, und die Parlamentsverwaltung wollte es eigentlich auch nicht. Es ist leerer Aktionismus, auch auf die Frage, wenn Sie sich statt im Abgeordnetenbüro mit einem Lobbyisten auf der anderen Straßenseite in einem Café treffen, was ist denn dann? Ja, das ist natürlich dadurch nicht geregelt und auch nicht regelbar. Sie sehen schon die Unsinnigkeit dieses Vorhabens, dieses Registers an diesem kleinen Beispiel. Nein, es ist ein Bürokratiemonster, es ist Aktionismus und schadet der Demokratie und nützt der Demokratie nicht. Deswegen lehnen wir diese beiden Anträge strikt ab. Und Frau Steffen, wenn Sie hier sagen, allen Ernstes, ich habe mich gewundert, dass Sie gerne mitstimmen würden, aber von dem Koalitionspartner CDU, CSU daran gehindert werden. Eine Sozialdemokratin, die so spricht, wird bei ihren Wählern Stirnrunzeln auslösen, dann sagen die Wähler, dann wählen wir doch lieber gleich die Linken, das ist das Original, statt eine SPD zu wählen. Also lassen Sie solche Anmerkungen, das schadet Ihnen mehr, als dass Sie ihn nutzt. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist jetzt die Kollegin Dagmar Ziegler.